also die einzige in dieser Welt, die mir Befehle gibt, sind meine Eier. Hast du welche? Hast du Eier? Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Audio, herzlich willkommen und frohe Ostern zu einer ganz besonderen österlichen Sonderfolge von dem Medien- und Presse- und Osterhasen-Podcast Voll in die Presse. Wir sind hier versammelt rund um die grün, gelb, blau, rot gefärbten Ostereier, die Herr Prollo Ferrari gerade schon ausgehändigt hat, aus gegebenem Anlass. Also Jans, hervorragend, der Sommer spielt sich am Der Prollo hat ja die Eier sogar poliert. Also das finde ich, also Prollo mit polierten Eiern bist du hier, finde ich super. Sehr gut. Ja, sehr gut. Genau, und also so früh haben wir das Niveau noch nie runtergebracht. Nee. Und der Beef Rogers, der dreht nur noch beschämt die Keule weg und kriegt einen roten Kopf. Also es ist, wir sind da, es ist angerichtet, Ostern kann kommen und wir haben mit euch heute eine Themensendung vor. Haben wir selten mal, wir hatten mal eine Diktatorensendung. Heute geht es um was Feierliches, was man heute vielleicht in den Gärten findet, sucht oder vielleicht auch nie findet. Aber damit ihr da selber drauf kommen könnt, haben wir was vorbereitet. Und weil das jetzt sehr exotisch ist, habe ich das Ganze in meinem lupenreinen, absolut fließenden Spanisch schon mal geübt. Und das sage ich jetzt wie folgt. Señoras y señores, les presento los mundialmente famosos pollos de Cobos. Cobos de Segovia, el hermo lugar cerca de Madrid. Viel Spaß, amigos. Take it away. Was mag das sein? Was quietscht da? Ist das? Ein Hühner. Pollos. Ja, sag ich dir. Ja, und die legen gerade ein paar Eier. Ich heiße übrigens heute Pollo Ferrari. Ja, das sind die weltberühmten Cobos Chicken, also die Cobos Hühner. Die werden noch ganz groß rauskommen in dieser Folge. Und wie Hühner nun mal sind, legen sie Eier. Apropos. Was hat Ihnen exakt gefehlt? Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was Sie schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Ja. Ihr wisst das jetzt auch. Eier ist das Thema des Tages und damit nochmal herzlich willkommen und die Frage in die Runde. Was habt ihr für dicke Eier-Stories heute dabei? Irgendwas, was uns jetzt hier so richtig schon mal auf österliche Betriebstemperatur bringt. Keiner will sich aus der Deckung wagen? Ja, ich mache gerne einen Anfang. Ich habe was sehr Delikates mit. Und ich freue mich riesig drauf. Ich kann mir aber vorstellen, der eine oder andere wird mich danach hassen. Oh. Das klingt gut. Ja, ich habe auch was mit, auch was ein bisschen Delikateres in Anführungsstrichen oder undelikat, das kann man sehen, wie man will. Aber ich glaube, deswegen wird mich keiner hassen. Höchstens einer von vier. Ja, ich habe heute mal das Ei gedehnt, also den Begriff des Eis, und bringe euch tatsächlich was mit Aliens mit. Mit Aliens wieder. Weil das schon sagt. Aliens. Alien. Ja, nicht ganz. Nicht ja, ganz. Schön, Prollo, das ist cool. Ich würde auf jeden Fall gerne eine kleine Story abfeuern über Eierdoping im Boxsport. Und vielleicht kommen wir ja auch noch dazu, ein bisschen einfach mal über Eierfakten zu sprechen. Also ich habe hier so ein paar Sachen rausgeholt, was eigentlich das Ei so ausmacht. Da können wir auch gleich mit starten. Mhm. Aber vielleicht mal zu euch, was esst ihr denn so eiermäßig so, also an Mengen. Was habt ihr da so ein Gefühl? Esst ihr überhaupt Eier? Den wird ja auch immer cholesterinsteigernde Wirkung und so weiter nachgesagt.
Meinst du jetzt so Ei essen als Ei oder als Beifang in irgendwelchen anderen angerichteten? Lassen wir das mal weg, oder? Ja. Das ist zu kompliziert. Aber wirklich so ein Ei, wie es hier auf dem Tisch liegt, vom Prollo halt, die polierten Eier. Ja, ist ja klar. Also morgens erstmal auf jeden Fall so ein Zehnerpack wegtrinken. Trinken? Loro, ja. Du Tier, ja. Ja, klar. Okay. Ja, also eher weniger. Nein, aber Eier, ich esse tatsächlich gern Eier. Also ich weiß nicht, ich müsste jetzt schätzen, ich würd tippen 4 bis 5 Eier pro Woche. Ehrlich jetzt? Hm? Das ist aber... da komme ich aber auch dran. Also es kommt auf die Woche an, aber doch. Ja. Ich mache vielleicht zur Erklärung, also Frühstückseier sind da überhaupt nicht bei, sondern ich mixe mir gern Eier in diverse warme Mahlzeiten mit rein. Aber dann schon gekocht? So, also gebraten, pochiert? Ja, du kannst ja, ob du jetzt ein paar olle Nudeln oder Rest Reis einfach noch mal ein bisschen pimpst, indem du ein Ei oder zwei reinschlägst oder auch manches Gemüse, wenn du da Ei reinschlägst und das, also erhitzt natürlich, da gibt es super Kombinationen. Dann gibt es natürlich noch ganz andere Sachen wie, was weiß ich, Eierpfannkuchen, das gibt es jetzt nicht jede Woche. Aber ja, also ich würde schon schätzen, 4 bis 5 Eier im Schnitt könnten dabei zustande kommen. Da bist du wahrscheinlich ganz gut so im Bundesschnitt. Also vielleicht mal den Beef, der ist ja scheinbar etwas zurückhaltender an der Eiertheke. Was glaubst du, wie viel Eier der Durchschnittsdeutsche isst pro Jahr? Pro Jahr, okay. Also wenn ich das schon 52 Wochen, ich sag mal 200 Eier. Ja, das war 2006 der Fall, da aß man im Durchschnitt 208 Eier. Inzwischen ist auch schon wieder 5 Jahre her, die Zahl ist von 2018, 235 Eier. Und ich glaube, da sind wir so ungefähr beim Sommer. Ja. Der erfüllt das ganz gut. Und das Ganze, wo kommen die Eier her? 40 Millionen deutsche Legehennen produzieren knapp 14 Milliarden Eier im Jahr. Krass, oder? Das ist echt eine Menge. Ich habe jetzt hier in dem Zusammenhang als Vorbereitung auf die Sendung gelesen, dass warum auch immer es echt weltweit überall liest du, dass Eierknappheit gibt. Also ich habe ja auch so einen Artikel, da kommen wir wahrscheinlich zu, dass der Osterhase ausfällt, weil es einfach nicht genug Eier gibt. Ich glaube, in England war das. Die haben nicht genug Eier zum Anmalen und so. In den Massen. Ja, was hat den Engländern heute gefehlt? Ja. Ja, also ja. So ein bisschen Knappheit an Ostern ist ja immer, aber ich sag mal so, ich habe es ja eigentlich noch immer bekommen und es ist eher schwierig, wenn man dann will, wenn man unbedingt weiße Eier braucht, weil man meint, dass die dann beim Anmalen besser aussehen. Das könnte schwierig werden. Ja. Ich will noch zwei Fun Facts hier oder vielleicht auch echte Facts über Eier loswerden und euch noch mal fragen, was glaubt ihr denn, wie schwer ist denn so ein Durchschnittsei? So ein Ei? So ein Ei. Also das ist jetzt ein gekochtes Ei. Also ich glaube, die reden hier eher von einem rohen Ei. Ich weiß nicht, ob es das... Erinnern die ihr Gewicht? Gute Frage, müssen wir mal rausfinden. Ich hätte jetzt gedacht, das Durchschnittsei ist wahrscheinlich ein M-Ei, ja? Ja. Also nicht L. Nicht die XXL. Das kommt ja jeder mit so Feinheiten. Das durchschnittliche Ei aller Eier, die gelegt werden, der Durchschnittswert. Ja, das wird ein M-Ei sein. Hühnerei oder ein Wachtel. Hühnerei, das ist wichtig. Das ist gut. Ja. Da sag ich mal, der Vergleich ist ja immer, die Vergleichsgröße ist ja immer die Tafel Schokolade, die 100 Gramm hat. Mhm. So ein Ei ist nicht unbedingt viel leichter, würde ich sagen. Ich sag mal, 80 oder 90 Gramm. Jemand was anderes? Vielleicht ein bisschen weniger, aber ich wiege das schon so bedächtig in der Hand, wie bei der Krebsvorsorge, ja? Also den 3-Fingergriff. Also ich löse mal auf, es sind 60 Gramm. Die Wachtel hat 10, die Ente hat 70, die Gans hat 160, der Emu 600 und das schwerste Ei legt natürlich der... Nicht der Klaus, sondern der? Der Tyrannosaurus Rex. Richtig, Strauß. 1,6 Kilo sind die Biester schwer im Durchschnitt. Ja, da gibt es da extra auch richtige Farmen, weil die auch irgendwie, jetzt nicht hier in Deutschland, aber sonst woanders durchaus beliebt sind, ne? Ja, genau.
Und definitiv. Inzwischen auch Straußenfleisch ist ja immer beliebter. Das gibt, siehst du auch immer mehr in Deutschland, diese Straußenfarm. Ich habe aber ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie was anderes gegessen außer Hühnereiern. Ich kann mich nicht entsinnen, irgendwann was anderes probiert. Habt ihr schon mal irgendein anderes, anderen Vieh die Eier weggegessen? Wachteleier, ja. Die, ja. Aber das lohnt wegen der, wegen der Linie, nicht. Ne? Ja, genau. Ja, und jetzt mein letzter Punkt, das liest man auch immer, wenn man hier über Eier recherchiert. Oder vielleicht ganz kurz noch zu dem Gewicht. Das schwerste jemals gemessene Riesenhühnerei stammt von 2016 aus Wolfenbüttel und wird in den Medien als Riesenhühnerei bezeichnet. Das war 184 Gramm. Schwer. Und laut Guinness Buch der Rekorde soll es irgendwie in New Jersey, USA, sogar ein Ei gegeben haben, das 454 Gramm wiegt. Gut, bei den Amis ist ja... Mir tun da ja vor allem die Hühner leid. Dotter allerdings. Die Hennen. Ja. Ja, denen ist der Arsch aufgerissen. Kennt ihr nicht diese Edeka, diese gefakte Edeka-Werbung? Da geht so ein Kind... Ah, das hätte ich auch noch mal vorbereitet. Da geht so ein Kind... es gibt eine Edeka-Werbung, da geht so ein Kind mit den Eiern zu dem Edeka-Typen und sagt, oh, hier, guck mal, was ist in den Eiern drin? Und dann sagt er, ja, ganz tolle Nährstoffe. Und dann hat das einer irgendwie so neu vertont, das werde ich noch nachliefern. Und dann sagt er, ja, was weiß ich denn? Vielleicht ist da Hühnerkacke drin oder so. Das ist so geil, wie dieses Kind ihn so entgeistert anguckt. Das ist so geil, diese gefakte Werbung. Aber damit lenke ich jetzt nur ab. Mein letzter Punkt, das ist sowas für den Sommer, der ist ja auch so ein Verbraucherschützer, die Bezeichnung auf den Eiern. Da stehen ja immer so Zahlen drauf, die ganz wichtig sind. Wisst ihr das zufällig, was das überhaupt heißt? Da guckt immer nur auf die Packung. 0, 1, 2, 3. Also ja, was ist die beste? Da ist ja erstmal immer DE und das glaube ich, und dann kommen die Bundesländer, oder? Ja. Ja, die 3 ist Käfighaltung und dann richtig. Von da an geht's bergauf. Genau, die Null ist Biohaltung. Ja. Also toll. Ich glaube, damit sind wir eingegroovt auf das Thema Ei in jeglicher Form. Und ich bin sehr gespannt, was ihr für Eiergeschichten aufzutischen habt. Hat hier eigentlich jemand einen Salzstreuer? Können wir mal hier das Ei direkt mal auf? Aber wir hätten hier einen Eierkampf machen können. Habt ihr das nicht früher am Esstisch? Ja, Eiertitschen? Eiertitschen, ja. Wir haben es immer Eierkampf genannt. Komm her. Ach, der Prollo hat mein Ei zerstört. Komm, jetzt ihr beide, Endkampf. Ja, boah, du hast ja aber auch hier das Gipsei eingepackt. Ja, der Prollo ist Profi. Das hier ist hier Fabergés pralle Dinger. Ja, Fabergés pralle Dinger. Das ist auch Fabergé. Das stand doch hier auch irgendwas mit Fabergé, du. Ah, naja, genau. Fabergé hat nämlich zwischen 1885 und 1917 Karl Peter Fabergé 50 Schmuckeier für die russische Zarenfamilie hergestellt. Und das letzte öffentlich versteigerte Fabergé-Ei erzielte die Rekordsumme von 12,5 Millionen Euro. Bis heute gelten 7 der Schmuckeier als verschollen. Und eins hat der Prollo nämlich gerade zum Eiertitschen rausgeholt. Das Schwein. Das Schwein. Ja, wer wagt sich aus der Deckung? Also ich habe jede Menge Eier-Stories, aber wenn ihr mich die ganze Zeit mich labern hören wollt, dann müsst ihr jetzt einsteigen, Jungs. Ja, ich pelle mir jetzt hier gerade das polierte Ei vom Prollo. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich kann nur kommentieren. Na, dann kann ich ja mal anfangen. Dann kann ich ja mal mit einer bisschen weiter entfernten Geschichte anfangen. Also ich habe wieder eine Studie oder eine Umfrage. Das ist ja irgendwie, hatte ich ja in der letzten Folge auch schon zwei präsentiert. In der letzten Folge ging es ja eher um Autos, das lasse ich jetzt mal weg. Hast du auch Salz? Salz hätte ich auch. Du Fund. Aber muss aufstehen im Schrank da drüben. Da. Linker Hängeschrank. Und, ja, hole ich mir gleich. So ist das. Und da komme ich auch direkt auf mein 1:4-Verhältnis. Jeder vierte Mann wechselt die Unterhose nicht täglich. Oh, das habe ich heute auch gelesen. Das fand ich zu eklig. Das fand ich zu eklig. Wir sind 4 Personen.
Also, meinst du jetzt pro Seite oder? Nee, das ist auch nicht wenden, pro sondern Seite. Tatsächlich. So, und so. Was hat diese Geschichte jetzt wohl mit Eiern zu tun? Ja, vor allem ist jetzt so jegliche Osterfeeling gone. Ja, keine Ahnung. Also jetzt, wo unser Studiogast Eileen abgesagt hat. Come on, Eileen. Also ist tatsächlich so. Jeder vierte Mann wechselt einer Umfrage zufolge nicht täglich seine Unterhose. Das ist bei Frauen übrigens anders. Also da wechselt nur jede zehnte ihre Unterhose nicht. Das sind wahrscheinlich die es dann hinterher verticken an die Schnüffler. Die machen das aus beruflichen Gründen, im Zweifel. Und noch schlimmer ist es, vor allen Dingen die 16- bis 29-Jährigen tragen laut Erhebung schmutzige Unterhosen, gefolgt von den 50- bis 74-Jährigen. So, das ist ganz schlimm. Da fangt mal was mit an jetzt. Ja, ich fange da, das ist eine super geile Steilvorlage. Ich habe ja hier einiges aufs Soundbrett gelegt für heute. Und was passiert wohl, wenn man seine Unterhose nicht täglich wechselt? Wir wissen es alle, wir haben es weltweit gesehen in den Fernsehstationen auf der ganzen Welt. Ich glaube, die Italiener haben es als erstes ausgegraben. Bei der letzten WM war es, glaube ich, Jogi Löw, der sich das Ei pellt. Und ich habe natürlich jetzt diese Szene nicht dabei, sie war tonlos, der hatte wahrscheinlich eine 3 Tage alte Unterhose an, denkt so, oh, was juckt das hier? Aber unser allseits geliebter Lukas Podolski hat das hinterher so schön kommentiert, das kann man nicht schöner kommentieren. Ich denke, 80% von euch und ich kauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. sehr schön, der Lukas. Aber sind denn in dieser Statistik auch die Schweizer eingeflossen, die ihre Unterhosen aus Forschungszwecken im Garten vergraben? Nee. Weil das ist ja schon dann irgendwie nachvollziehbar, weil sonst hast du einen ziemlich hohen Verschleiß. Das ist richtig. Nee, das war jetzt eine deutsche Umfrage. Die Schweizer sind ja per se eigentlich keine Deutschen. Also das schränkt so ein bisschen ein. Aber ist tatsächlich, nee, also das hier ging es nur um deutsche Haushalte und genau, oder in Deutschland und naja. Körperhygiene, das war noch so eine Nebenbefragung, immerhin noch, dass rund 40% gaben an, mindestens einmal am Tag zu duschen oder zu baden. Allerdings gaben auch 6% an, sich nur einmal in der Woche oder noch seltener unter die Dusche zu stellen. Hm. Ja. Da könnt ihr jetzt was mit anfangen. Das war eine repräsentative Umfrage von 1500 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren. Was mit den 75-Jährigen ist, wissen wir daher nicht. Ja, aber die riechen eh nichts mehr. Ja, genau. Aber jetzt mal ganz dumm gefragt, also jetzt wirklich ganz, ganz naiv gefragt. Wieso wechselt man die Unterhose nicht täglich? Was für ein Grund könnte hinterstehen? Also ich meine, Armut, ich kann mir die Unterhose nicht leisten. Das wäre so ziemlich der einzige Grund, den ich akzeptieren würde, wobei es irgendwie schwer vorstellbar ist. Warum? Also ich kapiere es nicht. Um den Wäscheberg zu reduzieren. Ich glaube einfach Faulheit, schlicht und ergreifend. Was ist nicht daran, das ist doch nicht anstrengend, die Unterbuchs auszuziehen und eine neue anzuziehen. Du gehst damit abends ins Bett. Ja, morgen stehst du auf. Und nächsten Morgen, ach, aber da musst du spät öfter zu Mutti fahren zum Waschen. Ja. Vielleicht keine Waschmaschine. Ja. Also. Keine Ahnung. Oder sie denken, der Geruch wäre normal. Ja, oder sie wollen die Unterhose auch im Dunkeln finden können. Genau. Wer weiß, da gibt es sicherlich viele Gründe. Ja, vielleicht will man seine Filzläuse auch irgendwie pflegen. Ja, ihnen auch ein schönes Heim bieten. Ja. Also das muss man immer so sehen. Also diese feierliche Osterfolge läuft in eine völlig falsche Richtung, weil wir jetzt schon nach 18 Minuten bei Eierkraulen und so. Das war das eigentlich sein, bei so einem unverfänglichen Thema? Das war eigentlich angedacht für später. Ach so. Aber sei es drum. Also, haben wir den christlichen Themen alle übersprungen jetzt schon, was? Ja, wisst ihr eigentlich, also ich will jetzt nicht schon wieder hier belehrend rüberkommen, aber weiß einer, warum man die Eier überhaupt anmalt und wieso und weshalb und warum? Also wir sind ja bei Ostern und das war ja unser Thema, dass da Eier im Garten versteckt und also gesucht werden. Und die sind ja nicht original aus Schokolade, eigentlich sind das ja angemalte Eier. Ja, aber wieso macht das nicht der Osterhase? Ja, warum macht er das denn? Ja, dass man die auch findet. Ja, aber warum? Also, dass man die findet, okay. Tja,
Sieht halt netter aus. Sieht netter aus, das stimmt, ja. Steht für den Frühling. Es ist nicht wirklich geklärt, aber das Ei steht in der Kunstgeschichte als Symbol für die Auferstehung und in vielen Religionen steht es für die Wiedergeburt, da aus dem Ei neues Leben schlüpft. Also das ist eine Erklärung und ja, dass man dann eben auch bei den alten Griechen schon gesehen hat, dass und auch bei den Römern, dass man im Frühjahr immer Eier angemalt hat und die dann in den Tempeln sozusagen ausgestellt hat, da wo andere Leute die Mumien holen, da hat dann auch mal ein Ei Einzug gehalten. Also das sind so ganz viele Erklärungen hier. Am besten verlinken wir den Artikel, weil ich will mir nicht vorkommen wie Oberlehrer Specht, der die ganze Zeit jetzt hier das Osterfest erklärt. Vor allen Dingen sehe ich, und das sehen leider unsere Podcast-Hörer nicht, wo deine rechte Hand gerade ist. Hey, Yogi, ja, jetzt Yogi. Konzentrier dich. Genau. Das Ei richten. Nein, aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr beliebter Osterbrauch und vielleicht können wir an der Stelle dazu aufrufen, dass im Nachgang zu der Sendung so die schönsten Osterbräuche oder Ostergeschichten uns mal zugerufen werden. Das erfolgt ja normalerweise dann immer in rauen Mengen, wenn wir das machen, aber vielleicht so die Stammhörerinnen und Hörer können uns ja einfach mal sagen, was sie so machen. An Ostern, irgendwas Besonderes, irgendwas Schönes. Also gibt es wirklich, also das meine ich jetzt nicht als Scherz, aus dem Kollegenkreis hört man das dann teilweise, da gibt es ganz tolle Familientraditionen ja, ja, teilweise. Ja, mach das mal an vidp@benanza.de schicken. Ich hab auch so Storys im Bekanntenkreis gehört, da gibt es irgendjemanden, ich weiß gerade für den Moment noch nicht mal wer, aber die verstecken, ich weiß nicht, irgendwie 400 Eier oder so. Also die haben, das ist eine Mega-Aktion, machen die da draus. Also wenn ihr besondere Bräuche bei euch in der Familie oder im Freundeskreis kennt, an vidp@benanza.de bitte. Die schönste Geschichte gewinnt einen selbstgebastelten iPod. Ja, aber nur noch mal, um den Artikel hier auch wenigstens ein bisschen zur Rechenschaft zu bringen, der ist von radiobrocken.de und die haben wirklich hier mal gesagt, wo kommt das her? Ostereier färben, Ostereier verschenken, dann gibt es noch natürlich Ostereier suchen, den Osterhasen und das Osterlamm. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Osterhasen und dem Osterlamm? Und auch dem Osterfeuer, auch das ist ja traditionell oft ein Teil des Osterfests und damit höre ich auch auf, der Osterspaziergang. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das ja auch, ein Osterspaziergang, so durch die Gegend laufen und Osterhasen gucken. All das ist Ostern. Also Ostern ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Also frohes Osterfest heute. Ja, frohes Osterfest. Beef, du wolltest gerade, glaube ich, was getrunken. Ja, der wollte den Osterhasen. Hier, der Osterhase hat uns was mitgebracht. Mach mal, bevor ich jetzt hier einsteige, mach du mal die Getränke. Eine Tradition begründen. Also wir haben jetzt hier auch das schöne Rammlerbräu. Heißt wirklich so. Das werden wir jetzt auch mal kredenzen. Also das ist ganz hervorragend. Also man sieht, der Beef ist in dem Thema richtig aufgegangen. Der Beef ist eh immer top vorbereitet. Ich meine, nicht umsonst hat er hier einen 2 Meter Kühlschrank in unser Studio gestellt. Ja, und erst der Beutelmarder und jetzt das Rammlerbier, das passt auch so gut zusammen. Das ist so geil. Das ist wirklich, das ist eine auch schön aussehende Flasche. Da lohnen sich auch wieder die Shownotes. Da, das Dankeschön. Ja, gut, während der Beef einschenkt, kann ich ja mit meiner delikaten Story beginnen. Ihr werdet noch rauskriegen, dass das durchaus auch was mit Eiern zu tun hat, aber eben nicht nur. Und zwar bin ich auf meiner Recherche nach Eierthemen auf Würk, das sind die 17 ekligsten Delikatessen der Welt, gestoßen. Ich möchte die euch jetzt mal der Reihe nach kurz sozusagen zur Kenntnis geben und weil das 17 sind, werden wir da jetzt nicht zu jedem
eine Diskussion eröffnen, aber da, ich werde das einfach kurz... Wir können ja Wirkgeräusche immer machen. Genau, ihr könnt ja Wirkgeräusche machen. Da, wo ihr meint, einfach einhaken einfach. Ich werde sonst das jetzt mal einfach von vorn bis hinten gerade durchgeben. Hast du da auch für die Skalierung so ein bisschen ein Wirkometer da irgendwie drauf? Den Wirkungsgrad. Genau. Oh, großartig. Also, man startet hier angeblich ziemlich erstmal verhältnismäßig harmlos. Das Ganze finde ich dann aber doch nicht ganz so harmlos. Kopi Luwak, und zwar ist das Katzenkot-Kaffee aus Indonesien. Ja, ach, da fressen die Bohnen und kacken die wieder aus, dann werden die ja eh nochmal geröstet. Harmlos, weiter. Genau. Wir fallen unten, also, oder? Damit alle das auch mitgekriegt haben, die das nicht wieder Ben Cartwright offensichtlich jeden Tag so fabrizieren und trinken. Fabrizieren tue ich es nicht. Vorsicht, wenn er bei ihm sein, wenn der Kaffee angeboten wird. Also ich würde zum Tee raten. Ja. Du hast doch hier gerade den Espresso rausgeholt. Ja. Also da werden, ich glaube, irgendwelche Kirschen von den Katzen gefuttert und die Bohnen werden dann mit irgendwelchen Enzymen angereichert, weshalb die ein bestimmtes Aroma haben. Dann kommen die Kaffeebohnen mit dem Kot raus, die müssen da rausgefingert werden und dann werden die geröstet. Zum Kaffee rösten. Das findet der Ben Cartwright ganz normal. Normaler Vorgang. Das ist übrigens auch unter den Top 15 Berufen, würde ich sagen, da im Katzenkot nach den Bohnen poolen. Ja, 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 das machen da 3 von 4. Ja, traumhaft. Augen auf bei der Berufswahl. Kurz halten möchte ich auch die kurz, das war jetzt kurz. Nein, die nachfolgenden Sendungen verzögern. Nein, wir machen das schnell. 100, wir senden durch gesagt. Bis Weihnachten. Kennt ihr die Stinkfrucht? Hat er wieder seine Gottschalk-Phase. Kennt ihr die Stinkfrucht aus Malaysia? Ja, kennt ihr nicht? Also ich kann dazu nur sagen, ich war in Singapur, das ist ja da um die Ecke. Du hast sie bis nach Singapur gerochen. Die ist in Singapur Also da wird ja auch mal gern hier und da an Ständen Obst und Gemüse und so weiter verkauft. Aber es ist strengstens verboten, die in U-Bahn-Gängen, also in Zugängen und U-Bahnhöfen und so weiter zu verkaufen, weil die unglaublich stinkt. Und das kriegst du wahrscheinlich aus der ganzen Anlage da nicht mehr raus. Soll angeblich schmecken, aber stinkt wie Sau. Ja. Dann gibt es, das finde ich, können wir wirklich tatsächlich schnell machen, fermentierte Sojabohnen aus Japan. Soll halt irgendwie ziemlich unappetitlich aussehen. Schafsinnereien aus Schottland. Naja, Innereien, gut, in Spanien essen sie, glaube ich, Kuhmagen. Das, ja. Ne? Ist auch jetzt nicht so vielleicht der brutale Hit. Schafsmilchkäse mit Maden aus Sardinien. Kennt ihr das? Ja. Natürlich nicht. Ich kenne nur Tequila mit Maden aus Mexiko. Ja. Also es finden sich beim Verzehr des Käses im Inneren des Leibs halt noch einige Maden im Käse. Manch einer isst sie mit, andere wiederum nicht. Mir kommt das Ei wieder hoch, langsam. dann gibt es Surströmming, gegarter Fisch aus Schweden. Kennt ihr das? Gegärter Fisch aus Schweden. Ist das immer das, was in diesen Dosen da ist, was dann quasi mal irgendwann zitiert wird bei irgendwelchen lustigen Schwedenpartys. Ja, dass das so infernalisch stinkt. Ja, genau. Also das wird auch immer mal verwendet hier in Deutschland, um irgendwie da so Kotzwettbewerbe zu machen, weil es so stinkt. Aber auch, finde ich, geht noch. Aber jetzt wird es schon etwas schöner. Kennt ihr tausendjährige Eier aus China? Das ist der Name Programm? An der Stelle wollen wir Juans Datteln abholen, das wir vor zwei Name, Wochen platziert haben. Stimmt, das hatten wir vor 2 Wochen. Ja, genau, der Juan, der 600 bis 800 Jahre alt nur war, nicht 1000. Und von seinem Besitzer für eine Juanita gehalten wurde. Genau, also es sind maximal 3, die sind maximal 3 Jahre alt. Manchmal werden die auch 100-jährige Eier genannt, aber hier heißen sie 1000-jährige Eier. Und da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Sie werfen in einem Brei aus gebrannten, also wie die hergestellt werden, aus gebrannten Kalk, Holzkohle, Salz und Wasser oder alternativ in Asche mit Zitrone werden die eingelegt
um länger haltbar zu bleiben. Dadurch wird aus dem Eiweiß eine Art Gelee, während sich das Eigelb grünlich, gelb oder schwarz verfärbt. Je nachdem, wie genau das Ei konserviert wurde, Unterschiede, das ist jetzt irgendwie hier ein Druckfehler im Übersetzungsfehler im Satz, genau. Also es ist der Geschmack kann sowohl zart als auch leicht beißend sein. Und ich habe ja gedacht, irgendwie, das müssen wir dann mal irgendwie unseren Horizont hier alle erweitern und habe deswegen mal eine Packung da mitgebracht. Weia. Ehrlich jetzt, das sind wirklich diese fiesen Dinge. Bist du wahnsinnig? Da steht ja wirklich so ein chinesisches Schriftbild drauf. Ich habe doch gesagt, einige werden mich möglicherweise hassen. Ey, sag mal, du kannst das nicht immer machen hier, diese Kotzwirkaktion. Wie nicht immer machen? Wieso? Ich bin Teil der berufstätigen Gesellschaft. Ich muss performen morgen. Du kannst doch nicht ernsthaft zum Beispiel den... Ich kann doch jetzt nicht so vergammeltes Ei essen, Mann. Das mache ich nicht. Das ist doch nicht vergammelt. Das ist nur 1000 Jahre alt und, und verdammt gut. Vergiss. Ich habe das extra. Ich habe eine Eierallergie. Tut mir leid. Wie, du hast eine Eierallergie? Ja, ich habe echt eine Eierallergie. Hier, das ist ein Enten. Das esse ich ja auch nicht. Das ist ein Entenei. Hier, für jeden ein Entenei. Aber 1000 Jahre altes, Mann. Ja, beschreib doch mal, wie das denn aussieht. Ich hatte ein bisschen aus wie Wachteleier, die haben auch diese Punkte, so ein bisschen grünlich. Es ist eingeschweißt. Also was ist, wenn das öffnen? Muss der Beef dann sanieren hinterher? Also hier steht drauf, dass das bis Mitte November hält. Also das ist noch... Steht auch eine Jahreszahl dabei. Ja, 1903. Und nach dem chinesischen Kalender oder dem europäischen? Ja, ich habe hier jetzt extra so einen Eierschneider mitgenommen, damit wir auch mal gucken können, wie das dann von innen aussieht. Du weißt, was letztes Mal passiert ist, als die Chinesen... Kannst du das nicht hier an dem neuen Equipment machen, dein Ei schneiden? Also mal, das müssen wir doch jetzt mal hier... Also wir machen hier doch das Eierthema und dann jetzt seid ihr hier so filmschäbig. Wie willst du denn, wenn das jetzt gleich ganz fies stinkt? Warum machst du das? Willst du das auch sagen können, die 17 verlockendsten Delikatessen der Welt? Jetzt kommst du mit den Kotzwirk-Delikatessen und bringst die Scheiße auch noch mit. Wie letztens da den Kuhurin und so. Ja, letztens vor 3 Jahren. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier für ein Bashing ist. Also ich meine, den guten Schleimlöser, den hast du auch hier gebasht, wie sonst was. Der wäre mir jetzt lieber. Auf so ein Glas Schleimlöser. Ist das jetzt mit Schale oder ist das schon ohne Schale? Das ist so noch ohne. Mit Schale. Machen wir jetzt mal auf. Gucken wir mal, wie das ist. Ich kann ja bei der Gelegenheit... Das ist jetzt ein Entenei, jetzt ohne Scheiß. Wisst ihr noch, wie schwer es ist? Wie schwer war ein Entenei? Hast du mit deinem Chinesisch übersetzen können, ob das gekocht ist? Nee, das liegt ja einfach nur seit 3 Jahren da rum. Das ist innen anscheinend tatsächlich schwarz. Also, oh, Gelee-artig. Kannst du mal ganz kurz, halt das mal so das ein Stück hier. Das ist ja schon faszinierend. So. Also ich finde meins eingeschweißt eigentlich am besten. Schöner kann man es nicht sagen. Ja. Also... Ich weiß nicht, was ihr immer habt. Also mit deiner Zustimmung bei dem Bild würde ich dann in den Shownotes unterschreiben, Sommer pellt sich das Ei. Genau. Ja, von mir aus kannst du das schreiben. Also ich packe das hier jetzt gerade aus, das Ei mal für alle, die das jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Das sieht komplett aus wie Gelee. Also das sieht aus so ein bisschen, als hätte man Wackelpudding in eine Eierform gegossen, hart werden lassen. Also das sieht gar nicht mehr aus, so wie man sich ein Ei vorstellt, wenn man es auspackt. Das sieht aus wie eine Aubergine, eine kleine. So, und jetzt gehen wir mal hin. Ist hier noch Haut dran? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt gehen wir mal hin und schneiden das mal einfach hier auf. Ich habe hier so einen Eierschneider von zu Hause mitgebracht. Da können wir auch mal dann sehen. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir aus dem Beef senden. Der schöne Tisch. Kannst du das vielleicht auf dem irgendwas drauf machen? Oder wenn das suppt? Meinst du, das suppt? Aber da sieht man ja. Wenn das jetzt spritzt, Alter. Liebe Zuhörer, wie sonst die harten Männer hier und dann bringt man hier so ein Ei mit, so ein Entenei und schon geht hier alles. Aber ein schwarzes. Ekelhaftes. Es ist echt fies. So, jetzt machen wir es mal auf. Das ist jetzt durch den, ich habe es jetzt aufgeschnitten. So. Boah, warte, dann wollen wir auch mal ein Foto machen. Das ist ja nur wirklich auch echt ziemlich krass. Das die Ente. Schon. So. Das sieht jetzt stark aus. Das sieht nämlich innen da, wo das Eigelb normalerweise ein gelblich-orange
anstrahlt. Das sieht jetzt hier aus, als hätte man so einen Stein in der Mitte durchgeschnitten. Mhm. So gräulich. Ich riech mal dran. Ist das jetzt die Ente schuld oder ist das Ei verarbeitet? Ich riech mal dran. Prollo, riech mal. Ganz frisch, oder? Boah, das riecht nach Entenarsch. Entenarsch. Boah. Das riecht ja wirklich, als ob die Ente durch Scheiße gelaufen ist und du am Fuß riechst, ey. Ja, super. Weil das Ei ist ja wie so Gelee, ne? Also das eigentliche, guck mal, das ist ja, wenn du es hier ins Licht hältst, das ist ja richtig gehend durchsichtig, wie Haribo oder so. Wie Gummi, so gallertartig. Also, ich stell das jetzt mal hin und mal gucken, ob sich die Jungs hier gleich noch trauen, davon ein bisschen was zu essen. Währenddessen kann ich ja mal hier dann weitergehen in der Reihenfolge. Frittierte Insekten aus Asien und Mexiko finde ich jetzt auch jetzt nicht so aufregend. Frittierte Skorpione aus China ist schon ein bisschen spannender, aber Froschschenkel aus Frankreich kennen wir. Gefüllte Meerschweinchen aus Peru und Ecuador. Das finde ich schon eher so ein bisschen schräg. Also für unsere Breitengarde. Kommt drauf an, womit die gefüllt sind. Ne? Mit Entner, ja. Die werden mit Kräutern gefüllt und im Backofen zubereitet. Also wenn ich mir da jetzt so ein Meerschweinchen im Backofen vorstelle, ist schon irgendwie so ein bisschen gemein. Du willst ja eigentlich nichts essen, was ein Gesicht hat. Die Kinder fragen ja irgendwann auch danach. Ja. Also das ist irgendwie auch eine Fleischsorte. Also ich finde halt irgendwie, ja. Tja. Ja. Kann jetzt per se Fleisch finden. Aber echt, ganz ehrlich, sag mal, du hast es schon gut ausgewählt. So einfach mal Eier vergammeln lassen und dann als Delikatesse verkaufen. Vor allem bin ich begeistert. Du hast diese Sendung ja lange vorbereitet, offensichtlich. Also, ja, ich habe mich richtig, also es meinte, was ich mich gefreut habe, als das Thema hier hieß, hier, wir machen eine Eiersendung. Die hat er ja seit 3 Jahren zu Hause. Ja, Nummer 12 ist gegrillte Ratte aus Kambodscha. Das ist wahrscheinlich auch für euch, ist ja normales Fleischbeef, ne? Also ich meine, ist halt Fleisch. Ja, ist halt Fleisch. Also, weißt du denn bei dem Fleisch, was du kaufst, was es immer war vorher? Also es soll jedenfalls so ähnlich schmecken wie Schlangenfleisch. Habt ihr schon mal Schlange gegessen? Nee, ich bin nur nicht Schlange gestanden, um Fleisch zu essen. Das ist so, was nennt man schlagkräftig, das ist ja gar nicht schlecht. Hühnerfüße aus Südamerika und so weiter kennt man auch. Rocky Mountains Oyster, Büffelhoden aus den USA und Kanada. Komm, Ben, ja. Das ist jetzt ein Heimspiel für dich. Das ist ein Heimspiel, sind ja auch Thema Ei, wieder ja. Zielsicher. Würde ich sofort essen, lieber als diese vergammelten Enteneier. War auch nicht wirklich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss jetzt auch nicht einen Hoden wegschluppen, doch. Aber... So, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen eklig. Affenhirn aus China. Okay. Also mal Indiana Jones. Indiana denken? Jones Teil 2, ja. Ich will dich nicht unterbrechen, aber das Ei zieht schon. Ja, wegen mir könnte es auch weggeschmissen werden. Wieso? Ihr wolltet doch noch probieren. Ja, nein. Ja, dann probier doch mal als Erster. Ja, genau, aber vielleicht in einem gekachelten Raum. Wenn ich die Zusage von euch kriege, dass ihr auch probiert, dann mache ich das. Also das ist ein Lebensmittel. Also das Affenhirn aus China ist angeblich irgendwie mittlerweile illegal, aber wahrscheinlich interessiert das nicht jeden. Dann, das finde ich auch eklig, ausgebrütetes Vogelei aus Vietnam und den Philippinen. Also da werden Eier ab dem 14. Bruttag verkauft, wenn der Fötus schon sichtbar gereift ist. In Vietnam ab dem 19. Bruttag, wenn die Küken beinahe schon ausgewachsen sind. Das ist irgendwie so ein bisschen eklig. Hat auch mit Eiern zu tun übrigens. Und als letztes, und dann sind wir da doch relativ schnell durch. Leute, jetzt bin ich gespannt, eklig oder nicht, eure Wertung. Also ich finde es eklig. Mummies Milk Mozzarella. Muttermilchkäse aus den USA. Kein Witz. Entstanden ist das, weil der New Yorker Gourmet-Koch, seine Frau hatte irgendwie zu viel Milch übrig, als es irgendwann mal Kinder gab oder ein Kind. Und dann hat er diesen Mommy's Milk Mozzarella entwickelt. Würdet ihr das essen? Eher noch. Also können wir das, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo ich euch ernsthaft fragen muss, soll ich noch eine Schippe drauflegen oder nicht? Ich rede jetzt nicht von wirklich verrückten Kacke essen oder so, ne? Aber in dem Kontext, gibt's etwas,
das gehört eigentlich auch auf diese Liste. Und das trendet in Berlin schon seit Jahren, habe ich mir sagen lassen. Und alle, die Kinder haben, kennen das vielleicht sogar. Es gibt tatsächlich den Trend, die Plazenta zu essen. Wenn du Kind geboren hast, den Mutterkuchen einzufrieren, und dann gibt es, googelt es, glaubt's mir, dann gibt es Plazenta-Partys, wo dann die Plazenta gegessen wird. Ich musste mich gerade spontan fast übergeben. Ich wollte es sagen, weil da musste ich jetzt dran denken, bei Mami Mozzarella, das ist ja noch am Ende des Tages fast ein bisschen leckerer, als die Plazenta von irgendeiner Ollen zu essen. Ja, aber jemand, der Katzenkacke, Kaffee irgendwie für normal hält. Das wird ja noch geröstet. Das ist, geht da halt einmal durch. Die formen ja nicht aus der Kacke. Die formen ja nicht aus der Kacke die Bohne. Für furzt dir da diese Bohne vor. Ich könnte darauf hinweisen, ich stamme ja nur aus dem Nordhessischen gebürtig und da gibt es die sogenannte Stracke oder Aalewurst. Und die wird traditionell, heute nicht mehr immer, weil es tatsächlich nicht genug ist, aber die wird traditionell im Naturdarm gereicht. Das heißt also quasi, das ist der umgestülpte Schweinedarm. Ja, das war so früher. Ist jetzt ja auch, wenn man sich so mal vergegenwärtigt, sagt man sich so, ach, muss ich jetzt nicht zwingend haben, aber ja. Ja. Dieses Ei übrigens, das möchte ich noch erwähnen, das wird gern dann auch, also dieses Tausendjährige, mit Sojasauce serviert. Hast du, wenn du Sojasauce hast, dann... Also ich habe natürlich Sojasauce da, ich würde sie ungern dafür verschwenden. Also wegen mir kann das direkt in den Kompost, wenn das da noch reinpasst, oder... oder ich schmeiße es quer über die Straße. Mal sehen, in wessen Garten es landet. Wo hast du denn das gekauft eigentlich? Tja, Asia-Import oder so. Asia-Import, natürlich. Genau, hat halt extrem lange Lieferzeiten. Export-Import. Ja, also sag mal, also gibt auf jeden Fall absolute Pluspunkte für Sendungsvorbereitung. Ich habe vorhin noch gesagt, ihr müsst auch mal ein bisschen hier was vorbereiten und so. Also das ist wirklich also großartig vorbereitet. Du konntest nicht ahnen, dass wir jetzt so ein bisschen fimschig sind, aber wer sich die Fotos anguckt und mir dann schreibt, schickt uns mal so ein Ei, der kriegt so ein Ei. Ja, genau. Oder wir, das könnten wir können die jetzt einfach raushauen für Mutige, die beim Anblick der Bilder in den Shownotes spontan Appetit bekommen. Genau. Also ich stecke mir meins gleich in die Hose und der Erste, der sich meldet, kriegt das direkt geschickt. Genau. Also die sind, man muss dazu sagen, die sind wirklich richtig eingeschweißt. Das heißt, die dürften selbst Paulos Hose irgendwie besser ist das überleben. Ja. Ja. Okay, wie kann man das also... Also ich, vielleicht brauchen wir eine kleine Ablenkung. Wir könnten eine kleine Ablenkung einfach mal zu dem Thema, gibt es auch, wenn man das googelt, kommt immer ein Sketch hoch, ein Comic, Cartoon des von mir sehr verehrten Loriot. Und ich glaube, alle... sollten den eigentlich kennen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mal mitgebracht. Aus dem Eheleben einer eierliebenden Familie. Das Ei ist hart. Ich habe es gehört. Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viel Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Ach. Ach. Ja. Der gute Loriot. Da ist er. Das Ei ist hart. Also das hier ist gar nicht hart, das ist glibberig und schwarz. Das Ei ist schwarz. Also wirklich, das ist die ultimative Aufforderung, in die Shownotes zu schauen, denn also das hat man, wenn man es nicht selbst schon mal gegessen hat oder gesehen hat im Restaurant, weiß der Teufel wo, das hat man definitiv noch nicht gesehen. Das ist schon sehr ungewöhnlich, der Anblick. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir schwenken mal so ein bisschen weiter weg ins Abstrakte. Ich muss den Ben auch gleich darauf hinweisen, ich habe noch einen
Tonbeitrag hier bestellt. Und da werde ich euch gleich zu befragen. Ich glaube, das erkennt man so nicht. Das ist aus dem Film. Den Film kennt man aber. Und das kam mir auch irgendwie bekannt vor. Aber ich wusste jetzt gar nicht mehr, wie ich das bezeichnen soll, wenn man ja schwer folgen kann fast. Ja, also ich kann den Prollo auch schwer folgen. Der ist irgendwie noch so ein bisschen... Ja. Ich, bei dem Anblick. Ja, der hat an dem Ei gerochen. Der ist so betäubt. Ich bin schlecht vernebelt. Betäubt war das Wort, was ich gesucht hatte. Er wirkt so ein bisschen narkotisiert. Ein bisschen, also drücken wir auf den Knopf und dann überlegen wir gemeinsam, was das wohl ist. Okay. Wanga! Wanga! Hör ich Angry Birds. Fast. Men in Black. Minion. Ja. Minion. Minion sagt ja so. Wer ist, als er da die Schließfächer aufmacht? Nee, als der in die Küche eintritt und da so diese kleinen hühnergroßen Aliens sich gerade Kaffee einschenken. Hier ist ein kleiner hier ist das Bild. Weiß nicht, ob man sich an die Szene erinnert. Sei es drum. Jetzt fragt man sich, was das mit Eiern zu tun hat, das werde ich euch sagen. Denn das sogenannte Osterei, das Easter Egg, ist ja auch gerade im Filmischen oder auch so im Computerspiel, ne, der Inbegriff des Insider-Jokes. Und hier in dem Fall, das wollte ich euch gerne mitteilen, ihr Filmfreaks. Wanga ist nämlich nicht einfach irgendein Wanga, sondern das ist die huttische Sprache, gesprochen von Jabba the Hutt und damit das Easter Egg. Ne? Und ich habe das, ich habe den Sample Wonga genannt, tatsächlich. Wonga. Ja, völlig korrekt, ja. Also richtig rausgeholt, ich kann auch Jabba the Hutt. So schließt sich der Kreis. Und damit wir jetzt mal von diesen stinkenden Hoden, Eiern, meine ich natürlich, wegkommen. Warte mal ganz kurz, ich glaube, dass das bewegt sich. Das Ei vom Sommer will auch noch was dazu sagen. Wonga! Ah, okay. Ja. So. Und, na gut, man kennt es, ja. man kennt es. Ja, hinter wie war das, wenn jedes Mal, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue, oder? Ja. Idealerweise. Genau. Also, du bist halt aber auch auf den Punkt richtig gut vorbereitet. Ich bin bestens vorbereitet. Also, zur Ablenkung, gleich geht's wieder an die Eier zurück. Also, Jabba the Hutt in Men in Black aus Star Wars. Indiana Jones kennt man. Und da findet sich auf der ein oder anderen Hieroglyphe tatsächlich die beiden R2-D2 und C-3PO. Als Hieroglyphen in Star Wars selber ist auf dem Schrottplatz von diesem einen Typen Watto liegen aus Space Odyssey 2001 irgendwelche Dinger rum und so weiter und so fort. Und sind das dann so, ich verstehe diese Running Gags oder diese Inside-Jokes auch immer so ein bisschen als, insbesondere wenn sie nicht aus derselben Serie stammen, so als Verneigung vor dem, in dem Fall Space Odyssey oder so, dass man sagt, man verneigt sich dann so vor dem anderen Film, Meisterwerk, was auch immer, dass man so eine Anspielung da macht oder eine Reminiszenz da einbaut, dass man sagt, guck mal hier, das hat mich auch irgendwie ein bisschen beeinflusst vielleicht. Ist, glaube ich, auch für den, der es weiß, immer ganz, ganz cool zu wissen. Ja. Typisches Nerdwissen eigentlich. Ja. Und also Verneigung oder auch, das kann auch durchaus inhaltliche Gründe haben. Ihr kennt doch sicher, ihr seid ja die Experten hier, Shutter Island sagt euch was. Ja, ne? Ja. Dennis Lee Hain hat das Buch geschrieben. Ich glaube, der ist jetzt so bekannt, der Film, den darf ich spoilern. Wer nicht gespoilert werden möchte, hört beim nächsten Mal wieder zu. Wer nicht das hören will, den kann ich jetzt einfach. Wo haben wir das denn? Dann können wir das hier machen. Also der stellt sich jetzt einfach diesen Ton vor. Unangenehm, sehr unangenehm. Dann vielleicht den Film muss verzichten. Ja, weil es stellt sich heraus, Achtung, Überraschung, der Typ ist ja selber Insasse dieser Klinik, der Charakter von Leonardo DiCaprio. Und er ist auch Raucher, aber kleiner Insider, wer hätte es ahnen können,
jedes Mal, wenn er eine raucht, kriegt er die von jemand anderem angezündet. Ah. Warum? Weil natürlich in der Klapse hast du die kein Feuerzeug, keine eigenen Feuerzeuge und Streichhölzer haben. Das ist ja cool. Wer aufpasst, ist bestens informiert. Ja, also Easter Eggs ist so eine Wissenschaft für sich. Einen habe ich noch. Da musste selbst ich mit meinem ernsten Wesen drüber lachen. In Shrek 2 nämlich, da kommt irgendwie der Typ auf die Burg und die Burgwächter, die, weil es ja noch kein Pfefferspray gibt in der Zeit, da kommt der Wächter mit so einer Pfeffermühle und dreht ihm die in die Augen. Ja, also Easter Egg reicht wirklich von so Insiderwissen oder Hommage über Inhaltliches an, ja, Klamauk. Ist und damit zurück zum Ei. Ja, nee, aber schöner Exkurs. Ja. Besser als stinkende Enteneier. Ja, aber ich glaube, es war auch nötig. Zu die Vorbereitung Zeitpunkt. Vom Sommer war schon noch ein klein bisschen besser. Nichtsdestotrotz hast du das schön im Finish schön rübergebracht. Ja. Und Finish? Ich bin ein großer Fan von im Abgang. Easter Eggs. So, ja. Ich dachte Schwedisch. Ja. Warum muss ich jetzt an nackte Kanone denken? Aber ist egal. Was macht denn die Eierfront bei dir so, Beef? Ja gut, meine Unterhosen-Story habe ich ja schon rausgehauen. Ich hätte noch was, das ist aber jetzt weniger spektakulär. Das geht darum, dass ganz Holland Eier ausbrütet. Und zwar Eier aus dem Supermarkt. Hintergrund ist das... Eier aus Amsterdam. Ja. War das nicht so ein Schlager? Willkommen bei... Kam im Nebel. Nee, also es ist tatsächlich, es geht darum, dass eine Frau 7 Küken herangezogen hat mit Eiern aus dem Karton. Das heißt, sie hat im Supermarkt... Ist das die Geschichte zufällig? Mit den Wachteleiern? Ja, genau. Ah, cool. Ah, dann haben wir die gleiche Geschichte. Die habe ich gerade schon in der Hand gehabt. Nee, ist super. Also, stellt sich raus, dass es so viele Eiergeschichten gar nicht gibt. Nee, das Schöne ist, ich lasse dich gleich aussprechen, aber das beantwortet ja irgendwie so eine Urangst, gerade bei Kindern, wenn man sich so ein Ei aufschlägt oder die Mutter das machte oder der Vater, ob da nicht vielleicht dann doch so ein Küken rausfällt. Also als du das eben als Delikatesse nanntest, habe ich da schon dran denken müssen, dass es offensichtlich ganz bewusst teilweise gemacht wird, so angebrütete Eier zu verkaufen. Als Kinder hatte man ja eigentlich eher immer Angst, dass da wirklich mal ein Küken drin ist und man dann auch so ein halbes Bein oder noch irgendwas da im Mund hat, genau. Auf einmal. Nee, das ist tatsächlich, also hier sitzt auf jeden Fall auch Wachtelküken in dem Fall. Und es war tatsächlich so, dass eine Niederländerin, in dem Fall, die heißt Fiona Botema, in einem Supermarkt der Kette Albert Heijn, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, 24 Wachteleier gekauft hat. Und also sie wollte sie allerdings nicht essen, sondern sie hat sie in eine Brutmaschine gelegt. Und das war eigentlich nur ein Test von ihr, weil sie prinzipiell davon ausging, dass diese Eier unbefruchtet waren. Aber nach 2 Wochen sind 7 Wachtelküken aus den Eiern geschlüpft quasi. Und genau. Und der Importeur, also die Eier sind für Albert Heijn aus der Schweiz importiert worden. Und das war irgendwie so ein bisschen seltsam. Und die Frau hat sich gedacht, das ist jetzt eigentlich komisch, weil es wurde überall so dargestellt, als wäre das so eine ganz seltene, zufällige Geschichte. Und sie hat das jetzt mal so ein bisschen versucht, dann irgendwie zu eruieren, ob das wirklich so ist oder ob es tatsächlich viel mehr befruchtete Wachteleier im Supermarkt gibt, als man eigentlich glaubt. Und hat dann auch eine Facebook-Gruppe in dem Fall gegründet, die Superbrüders, Brüter. Nicht Brüder, Brüter. Der schnelle Brüter sozusagen. Ja, so quasi, ne, genau. Und hat jetzt auch schon 300 Anhänger. Und tatsächlich ist es wohl so, dass das gar nicht so unüblich ist. Also der Schweizer Eierproduzent Martin Rusch wird hier noch zitiert. Der erklärte wohl auch gegenüber einer niederländischen Zeitung, dass es durchaus nicht ausgeschlossen sei, dass auch einige Hähne in den Gruppen der Wachtelhennen säßen und einige Eier befruchtet hätten. Ist auch mal bei uns, haben die Wachteln viel Platz. Und dann sind befruchtete Eier, sagt er aber auch, sind wirklich unproblematisch für den Kunden. Und es gibt dann auch keinen Unterschied zu den unbefruchteten, wie gesagt, solange sie nicht angebrütet werden und dann in den Verkauf kommen. Das ist dann aber ein Unterschied zu den Sachen, die eben
von dem Herrn Cartwright noch zitiert wurden. Genau. Ja, das nur so als, habt ihr das auch schon mal irgendwie gehabt, dass ihr unvermutet Hühner oder Wachteleltern geworden seid? Nee, also bei mir war es tatsächlich immer nur so eine Kindheitsangst. Ja. Ja. Aus hier den uralten Eiern da vom Dings, da können höchstens noch Zombies rauskriechen oder sowas oder irgendwelche ja. Mumien. Wenn man die ausbrütet. Man könnte sie auf jeden Fall sehr gut für Horrorfilme nutzen. Was machen, also so Augen oder so, Zombie-Augen machen. Aber das korrespondierte mit einer Geschichte, was dann irgendwie, die du da ja, jetzt... Ja, genau, das ist schön. Genau die Geschichte und ich fand die deswegen eben, habe ich ja schon gesagt, bemerkenswert, weil es ja dann offensichtlich nur eine Frage des Brütens ist. Also man müsste es mal mit Hühnereiern probieren und die einfach mal ausbrüten und gucken, wie viele dann sozusagen scharf sind. Ne? Also oder theoretisch der Zeugungsakt oder Befruchtungsakt stattgefunden hat. Aber man sie halt eher bei diesen ganzen linksgrünen Bio-Eiern, wo hier Peter Lustig, der Hahn, ja, also schön die freilaufende FKK-Zone, was auch hier immer die Hühner machen. Alles, was mit Null ist, kaufe ich nicht mehr. Alles F, ja. Ich esse aber auch eh nicht so viele Eier, aber also eher zur Weihnachtszeit Eierlikör. Und das wäre jetzt meine Steilvorlage an den Beef, der hat da nämlich auch was vorbereitet. Und mein Aufhänger war, wenn man halt eine Sendung über Eier machen will, dann googelt man einfach mal Ei und dann kommt man recht schnell auf einen Eierstreit zwischen zwei Eierlikörherstellern. Einer kommt aus Bonn und nennt sich Verporten. Und der andere kommt irgendwo aus, ich glaube, Norddeutschland und nennt sich, ich weiß gar nicht wie, anders. Also, Top-Vorbereitung. So nie recherchiert. was ist es denn? Also die Bonner haben jedenfalls, und jeder kennt das, den Slogan seit vielen Jahren, Ei, Verporten. Ja. Und ja, schreiben das Ei in einem durch, als ob das ein Wort wäre. Und der Konkurrent, der natürlich gut informiert, wie ich bin, Nordic heißt, aus dem niedersächsischen York, der hat das jetzt für seinen Eierlikör einfach mal geklaut und hat die Werbung Ei, also fünfmal Ei mit Komma dazwischen. Und jetzt sagt Ei for Porten, seit 1978 haben wir diesen Slogan, wir haben da viel Geld für ausgegeben, das ist unser Markenzeichen und die verklagen die jetzt am Bonner Landgericht. Und das soll uns reichen, um hier vielleicht einen ganz speziellen Eierlikör mal gerade in die Runde zu streuen, den der Beef also richtig gehend aus dem Hut gezaubert hat. Also der Streit, da muss ich jetzt mal gerade nachfragen, der läuft noch, ja? Das ist jetzt nicht eine Geschichte, die schon abgeurteilt ist. Nee, das ist relativ frisch. Also das ist jetzt gerade am Bonner Landgericht anhängig und wird wahrscheinlich dann auch demnächst mal in erster Instanz entschieden. Die Kläger bestreiten auch gar nicht, dass das eine Anlehnung an den Spruch ist. Die haben für ihr fünfmaliges Ei haben die auch ein Patent angemeldet und das wollen die halt nicht. Und haben es auch nicht geschafft. Genau, das ist das entscheidende Argument. Die wollten das auch zum Patent anmelden, diesen Spruch mit fünfmal Ei und das Bundespatentamt haben gesagt, nee, die Ähnlichkeit ist zu groß und jetzt verklagt die Verporten halt noch. Hinten drauf. Wir müssen das abwarten. Am 27. April wird das Urteil verkündet. Dann werden wir hier wieder berichten. An den Sommer, bevor du die Gläser voll machst, stelle ich noch die Frage, wer ist denn so in der Bundesrepublik ein bekennender Eierlikör-Fan? Ja, der Udo natürlich, der malt ja sogar mit Eierlikör. Ja, hier ist er. Was müsst ihr wissen, der Sommer ist ein echter Udo Lindenberg-Fan. Ich finde ja, ihn auch absolut. Klasse, aber ich glaube, du bist noch ein richtiger Diehard. Absolut. Und die Bilder von ihm sind auch gar nicht schlecht. Und angeblich mischt er da ja tatsächlich irgendwie Eierlikör in die Farben. Das finde ich nicht uninteressant. Ja, muss man den mal dazu fragen. Ich finde ja, im Plattdeutschen heißt Eierlikör Klötenköm.
Das finde ich tatsächlich irgendwie das geschmeidigere Wort. Muss aber Klötenköm, da denke ich nicht direkt an Hühner. Ja. Muss ich gestehen. Das ist aber so. Und ich habe hier einen Eierlikör, der sich Klötenköm nennt, von der Firma Spitzmund. Den habe ich jetzt auch mal besorgt. Wie gesagt, ich habe vielleicht hat es Marketing funktioniert. Ich habe ihn noch nie probiert, aber wie gesagt, Eier kann man ja auch trinken und der ist auch keine 1000 Jahre alt. Und er ist jetzt hoffentlich auch nicht schwarz, sondern nur die Flasche ist schwarz. Ich muss erstmal hier das Ende sehr frei. Schöne Flasche schon mal. Genau, die Flasche ist schon mal sehr, sehr schön und ich gucke jetzt mal. Danke. Ja, der Eier hat auch die Farbe, die er haben muss. Suppt. Herrlich. Nicht schwarz. Genau. Guckt mal. Ja, der schlabbert da so. Oh, der riecht raus, aber auch gut. Ja. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, Eier kann man ja auch trinken. Danke. Was ist denn deren Werbespruch? Viermal Ei mit einem Punkt dazwischen oder? Hat er auch so ein bisschen was von Alter, ne? So von der Farbe und der Konsistenz. Und in Alter liegt ja auch das Wort Teer. Ei. Teer, weil die Flasche ist schwarz. Aber ja. Ist aber ein plumper Ableckversuch von deiner deinem schwarzen Ei. Mal hier gut Klötenköm. Ja, Klötenköm, auf jeden Fall Name des Abends neben dem Rammlerbräu. Oh. Ja, er zieht aber auch irgendwie gut die Kimme dann glatt, ne? Also das ist ja nach hinten raus, ist das schon. Die Kimme glatt. Ist aber da hinten raus. Die Fahrtüchtigkeit. Letztens habe ich bei TikTok oder irgendwo habe ich so ein Video gesehen, wo sie die zehn besten Sprüche für sich ein rein orgeln, halt sich betrinken hatten. Ne? Ich kriege die leider fast alle nicht mehr zusammen. Aber Le Bad Trip. Ja, Le Bad Trip so ungefähr. Aber ein richtig geiler war die Leber von der Spenderliste nehmen. Das ist so. Die Leber von der Spenderliste. So. Ey, sag mal, heute Abend gehen wir mal richtig schön die Leber von der Spenderliste nehmen. Ich sage an der Stelle nur, hier ist heute Abend kein Grill an. Keiner kann sich hier auf eine Kohlenmonoxidvergiftung berufen, wenn es ihm morgen schlecht geht. Nee, ich habe eine Eierallergie. Zumindest schwarze Eier. Eieiei. Herrlich. Apropos, kann ich einfach mal fragen. Amigo, also die Einzigen in dieser Welt, die mir Befehle geben, sind meine Eier. Hast du welche? Hast du Eier? Ja, das kann der Sammer beantworten. Nee, welcher Film ist das? Ich weiß nicht. Der Film ist Scarface. Scarface, sehr geiler Gangsterfilm, wo irgendein Typ und er sich um irgendeinen Sitzplatz im Club streiten. Dann steht er irgendwann auf und sagt, Amigo. Ne, der befiehlt ihm aufzustehen und dann haut er halt den Spruch raus. Wird ja sehr gefeiert, der Film. Hm. Okay, Eier. Hast du Eier. So. Wir sind leider mal wieder durch mit der Stunde. Deswegen haben wir nicht nur Eier, sondern wie immer auch, wo ist es denn? Den hier. Würden natürlich vielleicht noch ein paar Quickies und ein paar Cliffhanger auflösen, nach hinten raus, bevor es dann ans große Ostereiersammeln im Hause Beef geht. Wer hat denn noch nicht aufgelöst? Also ich habe auch definitiv Ich habe aufgelöst. Ich habe noch einen ganz kurzen Quickie habe ich an der Hand, aber der ist sowas von kurz, da dürfen andere jetzt gerade noch gern vor. Ich habe auch aufgelöst. Ich hatte nur meine beiden. Der Prollo, der blättert hier noch. Prollo, der hatte eigentlich noch was. Ich hatte aufgelöst, aber ich habe tatsächlich noch ein Thema, das auch dem Ben sicherlich bekannt vorkommt. Und zwar, wir wissen ja alle, Tierprodukte sind ein bisschen schwierig in der Herstellung, in dem Sinne, dass sie einfach viel Energie verbrauchen, weil so ein Huhn muss ja auch ordentlich durchgefüttert werden. Und vor dem Hintergrund hat sich jetzt tatsächlich ein Start-up, das Next Food heißt, und zwar Neg mit N-E-G-G, wegen Egg, ihr wisst schon, an einem veganen Eiersatz versucht, und zwar nicht nur plump versucht, dass es irgendwie nach Ei schmeckt, nein, nein. Das Ganze hat tatsächlich einen Dotter, Eiweiß und sogar eine Schale.
Das heißt, du kannst ja nicht nur der wie so ein plumpes Tofu, der so einen Burger imitieren, sondern du kannst wirklich dir dieses Ei kaufen, demnächst hoffentlich zumindest, ist ja noch in der Erprobungsphase. Und dann kannst du das Ei aufschlagen und verarbeiten zum Spiegelei, zu einem schönen Kuchen und zu was auch immer. Zu einem Frühstücksei natürlich auch. Und da war ich schon äußerst erstaunt. Also tatsächlich, ich bin jetzt, muss ich zugeben, auch Anhänger von Tierprodukten insgesamt. Insbesondere, wenn sie aus Rindfleisch sind und Steak heißen. Aber sowas würde ich tatsächlich rein interessehalber auf jeden Fall schon mal probieren. Wie seht ihr das? Also so ein veganes Ei? Also definitiv, ich bin ja ein Typ, der probiert grundsätzlich alles. Wenn es nicht von der Ente ist. Wenn es nicht von der Ente ist. Also, 30 Jahre alt. Aber Prinzipiell okay. Ich habe nur bisher keine guten Erfahrungen mit zum Beispiel veganen Würstchen und so einem Krempel. Das, was da bisher so angeboten wird in den Supermärkten, da gibt es ja irgendwie überall mittlerweile die Produkte, das hat, wenn du dir die Zutatenliste anguckst, dann fragst du dich, was daran gesünder sein soll als eine echte Bratwurst. Mhm. Ja, vor allem, wenn sie dann diese Gewürze alle da reinhauen. Ja, was da alles reingehauen wird und also es ist auch nicht besonders lecker. Aber gut, mit dem Ei, man kann ihm ja eine Chance geben. Also in der Blindverkostung haben angeblich 85% der Personen zumindest im verarbeiteten Zustand des Eis keinen Unterschied geschmeckt. Nichtsdestotrotz, ja, da sind dann schon so Dinge drin. Also das sind so, ich bin jetzt nicht so der Chemiker, das sind dann schon so längere Begriffe. Ja, Hydrokolloide aus Algen, eine Prise Schwefel für den typischen Eigeschmack aus einem Salz namens Kalanamak. Und ja, die Inhaltsstoffe sind speziell, aber auf jeden Fall natürlichen Ursprungs im Wesentlichen. Hier Eigelb zum Beispiel aus Pflanzenproteinen, kann man Erbsen oder Ackerbohnen nehmen, Süßkartoffeln, Karottenextrakt, Beta-Carotin, hochwertige Omega-3-Fettsäuren und Calcium. Das sind ja nun so Dinge, die man tatsächlich auch als Nahrungsergänzungsmittel durchaus zu sich nimmt, wenn man darauf steht. Ist jetzt nicht so, dass es sich um völlig abstruses Zeug handelt. Insofern, wer also, weiß. Ich habe die Geschichte auch gesehen und mich hat es sehr an einen meiner Evergreen-Geschichten aus diesem Podcast vom Sommer erinnert, mit dem analogen Steak war das, glaube ich. So ein Steak aus dem Reagenzglas, was so israelisches Start-up entwickelt hat und inzwischen, glaube ich, auch in Deutschland, das hast du mal vor ein paar Jahren noch mal geupdatet, auch schon mal so ein bisschen hier und da in die Restaurants gebracht hat, mit durchaus beachtlicher Resonanz. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch für so Veganer oder sowas eine Alternative ist. Frage ist halt, ist es wirklich besser? Also ist es einfach nur der Verzicht auf was Tierisches oder ist es eine gesündere Alternative? Muss man abwarten. Das Foto, was da dabei ist, da steht ja auch irgendwie die Dame, die das da erfunden hat, im Labor, im Fraunhofer Institut mit so einer Pimpette und tropft da irgendwas in Ei rein. Das sieht jetzt eher nicht so vertrauenswürdig aus. Ja, das ist tatsächlich das Problem bei so einem Ei, dass das ja eine Schale hat und muss ja erstmal füllen. Muss ja erstmal füllen, genau. Ja. So, eigentlich eine sehr schöne Überleitung für die Geschichte, die ich noch auflösen will, nämlich Eierdoping im Boxsport. Und hätte dieser Boxer vielleicht das gekannt, dann wäre das ihm erspart geblieben. Das ist der mit dem sehr schönen Namen Conor Benn, ein Boxer aus UK, der sollte letzten Herbst einen Kampf gegen Chris Eubank Jr. machen, der dann allerdings geplatzt ist, weil der Dopingtest positiv war. Und da wurde das Mittel Clomiphen nachgewiesen, das die Testosteronproduktion anregt. Und er wurde dann auch gesperrt natürlich und hat dann aber beim Weltverband WBC in der Untersuchung sich reinwaschen können. Zumindest ist er freigesprochen worden. Mit einer sehr kuriosen Erklärung, die dann den Weltverband überzeugt hat, dass er wohl doch nicht vorsätzlich
gedopt hat. Und was könnte diese Erklärung gewesen sein? Ich habe es ja fast schon verraten. Er ist als Kind in einen Kessel mit Eidotter gefallen. Ja, das ist eine Erklärung, das stimmt. Eier, ja. Was sonst heute? Damit gedopt quasi, also in Anführungsstrichen, oder die Hühner waren da. Genau. Also er konnte dokumentierte Beweise oder Nachweise vorlegen, dass er in dem Testzeitraum eine hohe Anzahl von Eiern verzehrt hat. Und der Sammer sprach eben von 4 bis 5, Prollo ging da mit. Also Connor Benn hat in der besagten Zeit 30 bis 34 Eier pro Woche gegessen. Und da gehen die eben davon aus, dass eine potenzielle Verunreinigung der Eier als Grund für diese Dopingprobe denkbar ist. Und man hat ihn dann freigesprochen von dem Vorwurf und auch von der Sperre. Und das wäre jetzt ja natürlich die eine Geschichte, aber besonders schön finde ich dann, wie Leute darauf reagieren. Da muss ich euch jetzt ein Foto zeigen. Prollo, du musst kurz die Augen wieder öffnen. Domino's Pizza in UK hat dann ein Tweet rausgegeben mit der Überschrift Introducing the Connor Benn Special. Das ist natürlich cool. Also eine Pizza quasi mit lauter halben Eiern drauf. Also das fand ich einen schönen Gag von denen. Das haben die natürlich gut ausgenutzt. Und das geht also auch. Eierpizza. Ja. Lecker. Schön. Mein lieber Sammer, damit sind wir wirklich jetzt fast durch. Traditionell muss dann noch der Zum Thema Eier war das für ein Quickie, das war schon ein schwieriges Thema, war nicht viel zu finden, aber ich habe dann doch eine kleine Geschichte, die ganz lustig ist, gefunden. Und zwar in Oberkirch-Stadelhofen, kennt jeder, war auch schon mal jeder, hat jemand Eier auf eine Blitze geworfen. Also Blitzer sind ja nicht so wahnsinnig beliebt. Die werden ja, ich glaub, es gibt auch Blitzer, die richtig beschossen werden, wo schon so Löcher irgendwie in dem starren Kasten sind oder so. Also die Leute werden aggro, wenn sie die Blitzer sehen. Und das hat dazu geführt, dass 5 Tage lang das Ding nicht richtig funktioniert hat. Kann man sich vorstellen, das Ei auf dem Blitzer drauf, aber es hat in einer ganz witzigen Art und Weise nicht mehr funktioniert, nämlich das Ding hat PKWs, die da ganz regulär lang fuhren, auch geblitzt, plötzlich, weil es diese PKWs für LKWs gehalten hat und LKWs für LKWs war, ist diese Straße gesperrt. Also durch die Eierverunreinigung hat die Blitze irgendwie einen normalen PKW für einen LKW gehalten und den geblitzt. Als das dann irgendwann aufgefallen ist, haben sie dann auch brav die Bilder aussortiert, aber ein paar haben da wohl dann Post gekriegt, weil sie mit ihrem LKW unzulässigerweise eine Straße genutzt haben, für die LKWs nicht erlaubt sind und das, obwohl sie vielleicht mit dem Twingo da durch sind. Ganz lustig. Ja, geil. Der Eiermann. Genau, den hätten wir auch noch. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Aber den lassen wir heute nicht mehr rein. Schöne kleine Anekdote noch am Ende aus Sammers aktiver Eierwerfzeit. Und ich sorge jetzt noch für ein bisschen Hintergrundatmosphäre und wünsche euch allen ein schönes restliches Osterfest, uns schöne Eiersuche und ja, bis in dann wirklich 2 Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann. Schönen Ostersonntag. Tschüss.